Schönen guten Tag. Hallo Malte. Hallo Jan. Was erwartet uns denn Sonntag in eurer Show? Also ich muss sagen, wir werden die erste Radiosendung sein, die wieder die Menschlichkeit zurück ins deutsche Radio bringt. Auch zu Bremen 4. Wir werden die Menschlichkeit und das menschliche Gefühl wieder ins Radio tragen und ein kleines bisschen auch Meinungsjournalismus und Qualitätsjournalismus. Olli ist der Typ von der Straße, ich bin der zynische Karrierist und in diesem Spannungsfeld werden wir uns 2 Stunden lang bei Bremen 4 bewegen. Es kann sein, dass es, wie eigentlich bei allen Sendungen, die wir bislang zusammen gemacht haben, extrem schlecht wird oder auch extrem gut. Letztlich kochen wir die alten Gags von Loriot und Rude Carrel wieder auf. Ich trage die alten Anzüge von Rudi Carrell auf und Olli hat die Kleider von Evelyn Hamann an. Und letztlich mit dieser Mentalität machen wir die Radio. Ist das in der Sendung auch so, dass Jan die meiste Zeit erzählt und Olli nicht so viel? Ja. Nee, das stimmt nicht. Olli hat heute Durchfall gehabt. Der kommt nämlich gerade aus Nepal zurück und hat an einem Jack geleckt und hat Durchfall und hat gebrochen heute die ganze Nacht und der ist krank. Aber Olli, ich sag jetzt gar nichts mehr. Red du doch mal, Olli. Dann hören die Leute mal, wie du klingst. Ja, hallo, ich bin Olli Schulz. Ich war jetzt gerade 10 Jahre im Knast wegen Kreditkartenbetrug. Und jetzt habe ich nochmal die Chance, Fuß zu fassen im Radiobusiness. Olli, kannst du mal bitte abspielen, wie das klang, als du gestern Nacht gebrochen hast? Auch damit die Leute sich mal ein bisschen intellektuell einstimmen können auf die Sendung am Sonntag. Ich habe nämlich das wirklich aufgezeichnet. Das war so schlimm. Stimmt wirklich. Es war so schlimm und ich musste immer wieder die ganze Nacht, kennst du das, Malte, wenn du die ganze Nacht auf Klo musst und schon so fertig bist vom Hochrennen, ja. Weil die Toilette ist im Südflügel, ich wohne im Ostflügel. Und irgendwann zittern die Beine dann nur noch. Ja, hier. Interessant. Und damit ist alles ist zu unserer neuen Sendung auf Radio Bremen 4 gesagt. Ja, da kann man sich ein schönes Stück Kuchen zu abschneiden und eine Tasse Kaffee trinken. Genießt den Sonntagnachmittag, den neuen. Wir warten auf ein Wunder. Und solange sitzen wir beharrlich vor unserem Mikrofon und moderieren das Ding hier runter. Es ist eigentlich ein Wochenrückblick. Wir schauen auf die Ereignisse der Woche. Und ich meine, wer könnte so eine Geschichte wie zum Beispiel Conchita Wursts Sieg beim Eurovision Song Contest besser gerade rücken als das zynische Arschloch und der Kotzer aus Berlin? Jan, worauf bist du eigentlich bei Olli neidisch? Auf sein Aussehen. Auf besonders was? Ja, der ganze Look. Also mir gefällt diese Kombination aus Fleisch und Klamotten eigentlich relativ gut. Olli ist ein Typ, der kann alles tragen. Und das geht mir total ab. Also bei mir mein Po ist manchmal zu dick oder irgendwie das T-Shirt spannt. Aber wenn Olli was anzieht, Olli ist ein Size Zero Typ und es sieht einfach alles wirklich gut aus. Da komme ich irgendwie nicht hinterher. Das ist richtig, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und umgekehrt? Naja, und dazu muss man sagen, also ich bin auf gar nichts neidisch bei Jan Böhmermann, aber, und das ist auch wirklich das Ding, also um die Dominanzverhältnisse ganz kurz zu klären, ich will auch gar nicht vulgär heute werden. Nein. Aber die Adern in seinem, also meinem Pimmel. Oh, Olli, jetzt hör doch mal auf, das kannst du nicht, das geht nicht. Nee, okay. Das ist wirklich, stopp. Das ist nicht die neue Sendung, die wir hier bei Bremen 4 machen, schon gar nicht am Sonntagnachmittag. Schade eigentlich. Da meldet sich der Rundfunk gerade direkt. Ja. Eigentlich sollte ich mich von dir trennen, bevor die Sendung überhaupt angefangen hat. Das ist das Schöne an der Sendung, die steht so unter Spannung, wie so ein Joghurtbecher, den man auf dem Transatlantikflug mitgenommen hat. Wie ist eigentlich eure Kennenlerngeschichte? Wie habt ihr zwei euch kennengelernt? Im Artemis. Wollte gerade sagen, kann Olli schön erzählen. Das war im Artemis damals im Sparbereich, da kann man schwimmen, das ist hier in Berlin so ein Freizeitclub und da waren wir beide schwimmen. Und dann sind wir irgendwann, weil wir beide irgendwie nicht hingeguckt haben, mit den Köpfen gegeneinander gestoßen und haben uns kennengelernt im Schwimmbad. Und dann haben wir beide festgestellt, wir brauchen Geld. Dann haben wir alle unsere Hörspielkassetten zusammengepackt und sind 3 Jahre durch die Stadt getingelt auf einer Wolldecke vor Karstadt und haben Sachen verkauft. Und dann haben wir gedacht, wir müssen uns mal ein bisschen weiter. Also, und so ist das ganze Ding entstanden. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Das ist eigentlich Wahnsinn. Das ist eigentlich eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Sanft und sorgfältig. Böhmermann und Schulz auf Bremen 4.